Hallo liebe Leute, willkommen auf meinem Kanal Altermann spielt. So, wir haben letztes Mal ein paar Fragmente gesammelt. Ich kann jetzt meine Batteriestation bauen. Und ich habe ja ein Fenster eingebaut. Ich will mal so ein bisschen das Wrack sehen. Aussicht ist so geil, oder? Okay. Also geplant ist, wir bauen jetzt heute die Batterieladestation. Nicht so gut, Leute. Ich bin ein wenig erkältet. Ich habe Wochenende auf Konzert und bin anschließend noch durch Köln im Regen rumgelaufen. Das war, glaube ich, nicht so gut für mich. Ich bin nicht mehr so robust wie früher. Ja, alter Mann halt. Dann bauen wir jetzt noch erstmal die Batterieladestation, bevor ich hier anfange rumzujammern. Wo finden wir die denn? Modifizierungsstation. Ja. Außenbeet. Moment mal kurz. Außenbeetkasten. Ne? Da könnte man noch theoretischerweise unten bei uns hinstellen und irgendwelche Pflanzen oder Pilze, die weiter weg sind, da anpflanzen, dass wir die immer haben. Oder? Doch, das müsste noch gehen. Das werden wir auf jeden Fall ausprobieren. aber jetzt wird ja mal eine Batterieladestation gebaut. Aber die versteckt sich, glaube ich, gerade. Oder ich bin mal wieder blind. Da ist sie doch. So, ach, hier kommt eine Wand. Wo machen wir hier denn hin? Da drüber? Nee, ne? Hier so eine Ecke? Was machen wir eigentlich hier? Sollen wir hier nochmal eine Wand durch? Da rumziehen oder dass wir hier einmal so und dann kommen wir hier so rein in unseren Arbeitsbereich. Ja, das machen wir. Moment, wir machen mal zurück. Die Wand wird abgerissen. Wenn ich sie mal finde. Raumtrenner, okay. Und dann machen wir hier so einen Raum rein. Das wird unser sozusagen, was ja jemand hier noch so reinkommt. Wir können ja auch Stuhl, Brottisch und so reinmachen. So, dann machen wir die Batterie-Ladestation, machen wir erstmal hier hin. Oh, in der Höhe so, gefällt mir. Versuche meinen Husten und Stupfen und dieses und alles rauszuschneiden, aber ich kann nichts versprechen. Wo sind meine leeren Batterien? Ah, guck mal hier. Moment, erstmal gucken wir da rein. Oh, ist noch alles in Ordnung. Okay. Energie. Jetzt müsste ich den eigentlich da hinten hin machen, ne? Bei Energie. Ah, da müsste ich auch einen Replikator hin machen, also einen Fabrikator. Theoretischerweise, ne? Arbeitsbereich. Dich nehmen wir mit, dich nehmen wir mit. Also nicht wundern, ich sammle zwischendurch immer mal ein bisschen Sachen, ne? Dass wir ja, wenn ich aufnehme, nicht dann erst sammeln gehen muss. Das fände ich nicht so gut. So, Raumtrenner. Ah, Moment mal kurz. Kann ich hier auch einen Shot einbauen? Nö. Nö. Kann ich nur da, ne? In der normalen Tür. Ja. Aber das sieht doch nicht viel breiter aus, oder? Nee, geht nicht. Schade. Hätte ich mich nämlich gut gefunden. So, Raumtrenner. Machen wir mal. Ich hasse es. Ja, Leute. Wo ist das Problem? Ach, ich brauche da einen Quarz für. Nee, Moment. Nee, Raumtrenner. Ach, ich habe die Tür, glaube ich, gehabt. Oh, da schwimmt schon wieder ein Fisch durch meine Basis. Oh. Kriegt doch hier die
Pimpernelen. Oh. Oh, guck mal, könnte ich so... Ah, interessant. Aber nee, das machen wir jetzt nicht. Okay. Machen wir später weiter. Wenn wir hier so reinkommen. Hier die Tür hin, oder? Ich glaube, wir machen die Tür hier hin und sind wir schneller drin. Batterie rein. Plan ist... Ich dachte... Weil, Moment, kurz das hier. Wir haben jetzt ja alles durch, wenn ich mich nicht irre. Wir waren. Die also übrigens, ich habe einmal zur Elleninsel geschwommen, habe dann eine Boje hingelegt und mir wäre weggeschwommen. Weil ich habe so mir gedacht, da wollen wir nochmal hin. Rettungskapsel 4 waren wir schon, haben wir gemacht. Signal, die Boöle müssen wir nochmal untersuchen gehen. Oder gehen wir erst in die Höhle? Weil, ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, die hatte ja so ein Tauchdock, diese Alien-Station. Da unten waren wir ja nicht mehr. Unten im Wasser. Vielleicht sollten wir da mal gucken gehen. Das werden wir auch machen. Da waren wir, mache ich mal alles rot jetzt, wo wir waren. Da waren wir. Oder orange, das ist ja rot. Keine Ahnung. Da waren wir auch, da auch. Da waren wir ja auch. So. Einen neuen Funkspruch habe ich, glaube ich, noch nicht. Könnten wir ja mal gucken gehen. Dann können wir mal hier... Dann würde ich nämlich sagen, wir werden uns dahin auf den Weg machen. Höhle oder... Alienstation. Nein, gibt keinen Funkspruch. Jetzt müssen wir selber gucken. Wo wollen wir hin? Wie sieht es mit Essen aus? Trinken? Wir werden zur Alien-Station fahren. Erst. Würde ich sagen. So, dann werden wir jetzt... Ich habe jetzt die Sachen rausgeräumt. Ich nehme die Schubkanone, die Stoßkanone mal mit. Eine Ersatzbatterie. Mein Müsli-Riegel, also den Riegel finde ich nicht wieder. Ich weiß nicht, wo ich den gelassen habe. Habe ich den vielleicht auf anderen Stationen. Übrigens habe ich an anderen Stationen auch wie das gebaut. Kennerraum dran gebaut. Weil die haben ja nur 300 Reichweite. Aber das ist jetzt egal. So, da habe ich den Müsli-Riegel da liegen lassen. Zu trinken haben wir und auf der Insel gibt es genug zu essen. Da müssen wir nicht extra hin. Und zweitens haben wir unser Messer dabei. Da können wir ohne Probleme uns unterwegs was zu essen machen. Dann würde ich sagen, wir werden erstmal zur Motte. Mann! Ich muss blaue Flecken haben, weil ich ständig vor die Wände laufe. Okay. So. Batterie ist voll. Und Reigner. So. Da ist die Rettungskapsel. Da ist die Alieninsel. So, da werden wir jetzt uns hinbewegen. Ich hoffe, dass ich keinen Levitan unterwegs treffe. Und ich sag da mal bis gleich. So Leute, wir sind auf der Insel angekommen. Da hinten leuchtet es schön. Und... Ich überlege gerade, ob wir da unten erst in den... Das war ja ein Tauchdock, ob wir da reinfahren, oder? Weil auf der einen Insel hatte ich ja... was übersehen, wo die schwimmende Insel da... Ich gehe mal von aus, was ich meine. Wo die Gazi-Basis war. Habe ich ja oben auf dem Berg was übersehen. Und jetzt habe ich... Da hinten habe ich eine Höhle gesehen. Da. Wenn ich meine, ich zumindest, dass es eine Höhle ist. Und ich habe gar nicht da oben auf die Berge geguckt. Die haben uns gar nicht angeguckt. Und das sieht aus wie ein Weg. Also würde ich sagen, ab auf den Berg. Können hier noch was Feuer vom Bäumchen naschen. Ja. So,
Lass mal nicht mal draußen. Wo war denn der Weg? War doch kalt. Ist da oben was? Nein. Hier? Ich laufe wieder nachts rum. Ich komme immer auf Inseln nachts an. Da sind die Krabben. Bin jetzt nicht da, wo ich wollte. So, lass uns mal suchen gehen. Einmal um den Berg rum. Ja. Moment, hier kann ich bestimmt hoch. Sehr intelligent im dunklen Berg erklimmen. Oh, es wird hell. Gott, da geht's glaube ich nicht weiter. Oder? Nee. Da auch nicht. Mal gucken, ob ich hier was übersehen habe. Letztes Mal bin ich ja sofort hier hingelaufen. Da drauf. Und nicht hier rum. Ah, guckt mal, was haben wir denn da? Oder war ich hier? Ich weiß es gar nicht mehr. Was steckst du denn da drin? Jetzt befreie ich dich und dann greifst du mich an. Habe ich euch noch nicht gescannt? Fliege. Knollenbaum. Leute, ich hänge jetzt hier fest oder was ist los? So, ich habe mich befreit. Hat einen kleinen Moment gedauert, aber hat geklappt. Oh, Salz. Ach, komm, nimm mal mit. Was haben wir denn hier? Interessant. Hol mal Messer raus. Nein. Oh, hier waren wir noch nicht, ne? Moment, dann müssen wir erstmal gucken. Wir kommen rein und dann sofort rechts. Lithium. Ja, das ist schön. Ich habe eine Taschenlampe, definitiv. So. Ich rechne nicht mit größeren Landlebewesen, die mir durchs Licht angezogen werden. Ne, wir gucken erst rechts. Da geht's raus. Ah, da sind wir wieder da, wo wir gerade waren, ne? Oder? Nee. Da sind wir reingekommen. Ah, okay. Dann können wir... Gehen wir rechts. Und nehmen das mit. Und... Gut, dass wir Taschenlampe anhaben. Rechts. So. Dann sind wir wieder da, wo wir reingekommen sind. Da haben wir nichts. Da ist nichts. Noch ein scheiß Viech. Wir gucken erst hier oben. Nein, wir gucken erst da hinten in die Ecke. Ah, hier geht's mal. Taschenlampe aus. Okay. Hier geht's tief runter. Ja.
Ja. Kommen wir da? Ich glaube nicht, dass wir da hochkommen, oder? Nee, das riskieren wir nicht. 97 Meter zu fallen ist, glaube ich, nicht so gut. Ey, Moment, wo ist die Höhle? Hey. Nehmen wir die so lange. Taschenlampe wieder an. Wir sind. Moment, da unten gekommen, ne? Von da sind wir gekommen, ja. Oh, geh weg. Und. Ja. Ne, wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Bin neugierig. Oh, was haben wir denn da Schönes? Violette Tafel, sammeln wir ein. Dann kommen wir wieder zum Ausgang. Oh, können wir da höher gehen? Oh. Moment, mach mal Taschenlampe aus. Batterieverschwendung. Oh, geh mir nicht auf den Senkel. Oh, nee. Nur noch einen höheren Punkt, wo wir runterspringen könnten. Nee, da oben wird, glaube ich, nichts geben. Nee, da war das nicht. Dann gehen wir doch wieder da rein, ne? Vorsichtig hier. Und schauen wir mal. Lampe. Dann haben wir das auch erkundigt. Moment, wie sind wir denn? Vorsichtig, da ist der Weg. Die Pilze kennen wir schon. Die haben wir gehabt. Die haben schon. Oh, hier sind so Leitungen oder sowas. Okay, da geht's zur nächsten Höhle. Weil wir halten uns erstmal rechts und nehmen wir mit. Was ist das? Ja. Ja. Ich bin ja neugierig. Aber bevor wir da hingehen, gucken wir erstmal, was da hinten war. So. Wo war das denn? Hier. Kommen wir da wieder hoch? Ja, kommen wir. Ja. Gucken wir mal. Und da haben wir Lithium. Diamanten. Lithium. Oh. Ist, glaube ich, egal, wo lang wir gehen. Weil die ist. Ah, Inventar ist voll. Ich muss sowieso was trinken. Ich kann gar nicht alles mitnehmen, was hier rumfliegt. Da liegt noch mehr Lithium. Ach du Schande, ey. Weg. Warum treffen die mich und ich treffe die nicht? Oh, fallt über den toten Kadaver her. Oh, wo war ich stehen geblieben jetzt? Oh, genau. Mal auf dem Weg nach unten. Oh, meine Güte, nee. Oh ja. Hier gibt es viel Lithium und so. Schiefergestein.
Ich bin jetzt gelandet. So. Mhm. Da ist der Ausgang. Aber welcher Ausgang? Wir müssen wollen, ich will zurück zu dem komischen Teil. Hm. Ah. Ist da vielleicht oben noch was? Ach, mach mal die Batterietaschenlampe weg. Mensch. Auch wenn ich eine Ladestation jetzt habe. Oh, da liegt doch was. Gut, dass ich hier hingegangen bin. Ja, was lasse ich denn jetzt hier? Die möchte ich gerne mitnehmen. Oh, ich werde, glaube ich, ein Medikit nehmen. Oh! So. Hm. So, dann gehen wir wieder da rein. Oh. Und zurück zu dieser rein. Da lang. Vermute ich. Gucken wir mal. Nö. Ich glaube, die Krabben haben mich zum Fressen gern. Hey? Bin ich jetzt in einer anderen Höhle oder so? Da war ich auch schon. Moment. Salz. Da ist der Rückgangweg. Wo habe ich mich denn jetzt vertan mit der Abbiegung? Ne, wir müssen, glaube ich, hier lang. Genau, wir sind nämlich da runter. Dann hatten wir gesagt, ja genau, da ist es doch. Ich bin angekommen. Hat man schon da unten geguckt. Gleich finde ich es wieder nicht wieder. Aber wir gucken erst hier unten mal. Ach du Scheiße, was für eine Höhle ist das? Wenn ich Titan bei hätte, würde ich hier ein kleines Ding bauen und dann Spind rein. Dann könnte ich die Sachen immer abholen. Moment. Da hoch. So, dann gehen wir uns das Ding mal angucken, würde ich sagen. Jo. Oh, Scan. Fremder Boden. Moment mal kurz, die verbraucht mir zu viel Energie. So. Ein Ionenwürfel einsetzen? Oh nee, ne? Leute. Ich habe keinen dabei, ne? Oh, wieder einen finden? Nee, ne? Hätte ich mal mitgenommen, den Ionenwürfel. Ich weiß auch gar nicht, ob das so gut ist, dass ich den einsetze. Aber wir müssen ja irgendwo weitermachen, ne? So. Ich mache euch jetzt einen Vorschlag. Ihr macht euch gemütlich und wartet auf mich und ich hole den kurzen Ionenwürfel. Ja, machen wir das so? Ich finde, die Idee ist gut. Kann nur ein bisschen dauern, bis ich wieder finde. Okay, ich sag mal dann bis gleich. Also Leute, hier ein kleiner kurzer Zwischenstand. Ich habe hier gerade was gefunden, gescannt. Leider habt ihr das nicht gesehen.
Moment. Nee, das ist nicht. Wo finde ich das denn da? Ich habe eine zerbrochene violette Tafel gefunden. Und jetzt kann ich die selber bauen. Ionenwürfel, aber die werde ich nicht dafür einsetzen. Nur so zur Info. Ja, das war's. Und wir werden jetzt weiter Ionenwürfel holen. Bis gleich. Hallo, hier wieder ein kleiner Zwischenstand. Auf dem Rückweg bin ich an der großen Felswand entlang geschwommen. Und da habe ich doch was entdeckt hier. Ich habe Tiefenpilze entdeckt. Die werde ich jetzt scannen. Und ja, dann wollen wir mal gucken, was nehmen wir denn nicht mit. Was können wir denn rausschmeißen? Ne, wir müssen sowieso was trinken. Ja, jo, essen müssen wir auch. Wir hätten mal auf der Insel vorher was essen sollen. Tiefenpilze, Inventar voll, 2 Stück, wunderbar. Da ist meine Motte. Ich habe das gesehen wegen diesen Dingern. Ich denke so, die kenne ich ja gar nicht. Ich bin da so oben rumgefahren und habe so geguckt. Und dann habe ich die hier entdeckt. Und ja. Was ist das denn da hinten? Wieder was, was mich angreift? Oder ist das ein Ei oder so? Wir gehen gucken. Die interessieren mich auch. Die kann ich nicht scannen. Nein. Was ist mit den... Ah, da unten, das kann ich scannen. Blutöl. Okay. Oh, ich muss Platz machen. Oh. Was schmeiße ich raus? Lithium. Salz. So, Messer raus. Guck, ob ich davon Proben nehmen kann oder... Nein, kann ich nicht. Kann ich hiervon? Nein. Oh, die ist ein bisschen größer. Mist. Aber was ist das da? Das sieht nicht so nett aus. Geisterkraut. Sie hat schon kommen. Gleich frisst mich ein Levitan von hinten. Ja. Ah, hier ist immer wieder was Neues entdecken. So, unsere Motte ist weg. Moment. Oh oh. Das stimmt, so ein Teleporter. Hat ja meine Motte zerstört? Nein. Kann nicht sein, ne? Ob ich die hingestellt? Wo ist meine Motte? Oh. Macht mich nicht fertig hier. Da ist meine Motte. Boah, ich habe hier so Panik gekriegt. Aber schnell zu der Motte und weg hier. Bevor dieser Teleporter. Meine Güte, nee. Wo ist er? Keine Ahnung. Da ist ein Knochenhai. So. Ach ja, ich habe dreisterweise, weil Reparadings, ich suche ja immer noch dieses Aerogel. So, und da habe ich jetzt im Internet geguckt bei Wikipedia, da war mir das ging auf den Senkel. Auf jeden Fall hieß es da, dass ich das in dem Pilzwald finde. Also ich habe bei Wikipedia geguckt. Ich habe mir kein Video oder so angeguckt, nur so zur Info. Und ja, hier war ich doch schon, habe da nichts gesehen und gefunden. Ja, die sollen irgendwie an Höhlenwände oder so kleben.
Ja, ist egal, aber wir wollen ja... Hallo und herzlich willkommen zurück in der Höhle. Also, ihr seht, ich habe einen Ionenwürfel geholt. Ne? Und die Violettentafeln habe ich extra dabei behalten. Und ein Schluck Wasser können wir auch trinken. Jetzt gehen wir dahin. Sind wir so mutig? Und setzen den da ein. Moment mal kurz. Ich mach das mal so. Gucken wir nochmal, ob wir irgendwas scannen können. Nein. Machen wir das. Wir setzen den Ionenwürfel ein. Einmal tief Luft holen. Das ist ein Fehler. Das ist ein Portal. Ich wusste es. Ein Stargate. Was habe ich gemacht? Kann ich das wieder rausnehmen? Nein. Oh, oh. Sollen wir das berühren? Ich habe gespeichert. Shit. Was passiert jetzt? Okay, wo bin ich? Ich bin doch woanders, oder? Oder mache ich das nur? Ja, ich bin woanders. Leute, ich sage euch jetzt eins. In der nächsten Folge erfahrt ihr, wo ich bin. Jetzt mache ich einen Cliffhanger. Mal gucken, wie ich mich da schlage. Ich sag mal, dann bis zum nächsten Mal. Und denkt dran, Support ist kein Mord. Und rettet mich notfalls. Danke.